Rasiert hat mich am Ende Skripnik. Eingedacht, die Werder-Show. Erstmal moin, auch von mir. Schön, euch auch wiederzusehen, dass ihr auch alle den Weg gefunden habt. Gutes Zeichen. Und damit herzlich willkommen, eingedeicht die Werder-Show. Heute wieder mit mir, Timo Strömer, zurück aus der Elternzeit. Also wir gehen davon aus, dass er sicherlich durch die Reisestrapazen heute ein bisschen kaputt sein wird. Ah, schauen wir mal. Ich glaube, es geht schon. Tatendrang ist da, Vorfreude ist da. Hab mich auch sehr gefreut, alle jetzt wiederzusehen. Und vielleicht bin ich heute mal ausnahmsweise auch ganz gut vorbereitet. Ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit nur unter der Sonne lag. Ah, vielleicht doch schon. Ist aber eigentlich auch egal. Ich bin halbwegs erholt und habe Bock auf die neue Folge. Ist echt so. Und bleibt auch alles gleich. Ansonsten hat sich für mich eigentlich nicht viel getan, um ehrlich zu sein. Immer noch der Alte. Na hoffentlich. Ich mache den ganzen Bums hier, aber heute mit einem neuen Gesicht. Jetzt kommt's. Sonst ja hier immer Bier. Heute mal Tee. Malte Bürger, Deichstube-Reporter. Heute bei mir auf dem Sofa. Ich freue mich sehr. Und einfach mal so aus Gag gesagt. Zugegeben, kein besonders guter Gag, aber Martin hatte ich schon sehr, sehr lange vorbereitet, weil wir wussten, wir treffen hier irgendwann aufeinander. Jetzt ist es soweit. Ich kann es kaum glauben, dass du mich hier in deine kuschelige Bude bei deinem großen Comeback einlädst, unfassbar. Geil, ne? Ja, und wenn schon Tee, dann bitte Long Island Ice, ne? Achso, ja, das warten wir mal ab, aber hast du ja nicht gut überlegt, auf was du dich hier einlässt? Ich fürchte nicht, aber ich bin zu allen Schandtaten bereit. Ja, gut, schauen wir das uns mal an. Ich muss wirklich sagen, kein besonders guter Witz. Möchte mich auch ein bisschen für entschuldigen. Im Kopf wirkt dir doch noch sehr gut, jetzt gar nicht mehr so. Es gibt aber mit meinem Namen gibt es eigentlich keinen Witz, den ich noch nicht gehört habe. Also schöne Bürgersprechstunde heute, ne? Ja, ich spare mir das dann tatsächlich. So, aber mit Bier starten wir jetzt tatsächlich, weil das gibt's hier ja immer. Ja, bitte. Ich mach die mal auf. Oh, das ist nett. Sind auch kalt. Eins für dich. Mega. So. Warte mal, wo ist denn das andere? Also ich freue mich wirklich wieder da zu sein. Das tun wir doch alle. Ja. Och, das ist aber lieb. Das ist ja, also bitte. Wirklich, ne? Also das obligatorische Gedeck hier. Erstmal das Bierchen. Darf ich bitten, kurz? So läuft das hier nämlich. Ja. Man macht wie immer im Leben das Beste daraus. Und es gibt sicherlich auch genug Gründe, heute trotzdem gute Gespräche zu führen. Vielleicht auch ja, ein, zwei Getränke zu nehmen. Für Feinschmecker. Geht gut, ne? Kommt jo. Auch noch was. Malte, du bist ja der Neue. Geil. Ja, bitte. Du bist ja der Neue. Kleinen Shorty. Große Schnaufe hier heute. Ja, du bist richtig eingedeicht. Yeah. Ich klopfe den immer ab vorher. Ja, dann machen wir das noch. So, Stößchen, Wohlsein. Reingehauen, ne? Auf eine schöne Folge. Mach das ordentlich hier, Malte. Na klar. Mach keinen Scheiß. Na klar. Das mach ich ja eh schon. Mhm. Mhm. Oh, ja. Ja, schmeckt gut. Ja, so kommen wir doch hier wieder ganz gut rein. Ich möchte die Gelegenheit kurz nutzen, mich bei Alex zu bedanken, die mich in meiner Abwesenheit, wie ich finde, ganz hervorragend vertreten hat. Ja, keine so ganz leichte Aufgabe und die wurde offenbar hervorragend gemeistert. Absolut. Also, dickes Danke, Grüße gehen raus. Und es ist ein bisschen verhext. In meiner Abwesenheit, Malte, wurde zwischenzeitlich sogar von Europa geträumt. Zu Recht, wie ich finde. Ja, und seitdem ich wieder da bin, geht es tatsächlich steil bergab. Ja, man kann schon von einem Rückschritt reden. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir hier alle zusammenlegen müssen, aber also ich fand die Europa-Träume auch ganz schön. Vielleicht hast du ja Down Under auch von Europa geträumt, weil Absolut. Du wieder nach Hause wolltest. Aber nee, ich fand auch, dass die Träume berechtigt waren, aber mittlerweile muss man sagen, ich glaube, es gibt wichtigere Dinge. Hilft ja nichts. Wir legen jetzt mal wirklich los, sprechen darüber, was beim SV Werder Bremen gerade schief läuft. Auch mit Ex-Werder-Torwart Raphael Wolf, der bei uns zu Gast sein wird. Wir lösen auf, wer das Trikot von Alvero geschenkt bekommt. Und haben natürlich wieder eine richtig fette Verschenkung im Programm. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 Minuten Feuerveranstaltung. Mit möglichst viel Spektakel. Wird gut, hoffentlich. Ich habe mega Bock. Wir auch. Geh los jetzt, hier fällt der Startschuss. Wow. Ja, war gut, ne? Ja, knapp am Tinnitus vorbei, das aber läuft. Kennst du ja auch nicht hier so. Also hier wird gerne mal was weggefeuert, weggeballert. Ja, wenn bei Werder schon nicht geballert wird, dann wenigstens bei dir, ne? So sieht's nämlich aus. So, lass uns mal direkt einsteigen. Ja, ich habe gesagt, wir sprechen darüber, was beim SV Werder Bremen gerade schief läuft. Was läuft denn eigentlich gerade schief? Zuletzt 1-2 gegen Union Berlin.
Wie scheiße war es denn, Malte? Ja, genau, das habe ich mir tatsächlich auch gefragt am Samstag, als ich das gesehen habe. Ich würde sogar sagen, es war ziemlich scheiße. Und wenn du mich fragst, was schief läuft, also ich fand, in den 90 Minuten hat man das sehr gut gesehen, dass das gerade an der einen oder anderen Ecke da gerade hapert. Die Passgenauigkeit ist, finde ich, gerade wirklich nicht erkennbar. Mhm. Du musst ja im Prinzip jedes Mal Angst haben, wenn ein Spieler versucht, einen aufbauenden Pass zu spielen, dass er beim Gegenspieler landet. Und wenn er dann doch mal ankommt, dann kriegen sie es erschreckend schnell hin, den Ball auch gleich wieder herzugeben. Und wenn du dann natürlich einen Gegner hast wie Union Berlin, der gar nicht mal selber so geil gespielt hat, sondern einfach nur ein bisschen das Körperliche, das Nötigste auf den Platz gebracht hat, dann reicht das halt teilweise schon, um dann auch als siegreiche Mannschaft da wegzugehen, weil du dir einfach auch selber keine Torchancen großartig erspielst und das ist einfach reichlich dünn. Jetzt wollen wir hier so ein bisschen auf der Frage auf den Grund gehen, woran liegt das denn? Du hast das schon so ein bisschen angedeutet, aber ich erinnere mich an eine Zeit, in der meine Welt sehr shiny war, in der ich am Strand lag und den SV Werder Bremen aus Australien verfolgt habe. Nehmen wir mal das Beispiel gegen den FC Bayern. Ging ja auch besser. Ja, natürlich ging das besser. Was du natürlich beim FC Bayern-Spiel gut argumentieren kannst, ist, dass das natürlich auch eine komplett andere Ausrichtung war. Da warst du der krasse Außenseiter, hattest jahrelang nicht gewonnen, in München nicht, gegen die Bayern insgesamt nicht und konntest natürlich auch, ich sag mal, ja, mit einer komplett anderen Ausrichtung spielen oder in so ein Spiel gehen, als du es jetzt tust. Und wenn wir über die Siege insgesamt sprechen, erinnern wir uns auch daran, dass sie in Mainz 1-0 gewonnen haben. Alles gut, alles schön für die Tabelle, aber wirklich geil war das Spiel ja auch nicht. Da haben sich die Probleme ja quasi schon angedeutet, die sich jetzt durch die vergangenen Wochen gezogen haben. Die Mannschaft, so langweilig das klingt, die haben es ja immer alle betont, wir müssen nicht nur 100%, sondern eigentlich 110, 120 geben. Und so ist es tatsächlich im Moment auch. Wenn du das Gefühl hast, die sind zu weit weg in den Zweikämpfen, sie kriegen die Pässe nicht an den Mann, dann sind das so ganz einfache Sachen, die gerade das komplette Spiel zerstören. Gepaart mit all diesen ganzen einzelnen Problemen, die einige Spieler ja noch mit sich rumschleppen, kommen wir ja sicherlich auch noch drauf. Hoffe ich doch. Dass da der ein oder andere Spieler halt gerade am Start ist, der selber nicht so genau performen soll oder nicht genau weiß, wie er eigentlich performen soll. Ich kann dir sagen, was richtig Spaß macht. Australische Ortszeit, 3.30 Uhr, Werder gegen Hoffenheim verlieren zu sehen. Ja, so, gut, so mit Wecker stehen, so da sein, so außer kalten mal ein Bier aufmachen. Ja, aber also das Grundgefühl ist doch geil. Im Hintergrund vielleicht so ein bisschen Meeresrauschen oder ein Schakal heult irgendwo. Ist doch mega, das sind Erinnerungen, die vergisst du nicht, oder? Ja, wirst du mal vom Dingo gebissen. Kann alles passieren, ist zum Glück nicht. Aber ja, das tat dann tatsächlich richtig weh. Jetzt bin ich ja wieder da und es läuft mal überhaupt gar nicht. Verkackt auf gut Deutsch. Ich würde sagen, das kennst du ja hier noch nicht, aber wir schauen eigentlich hier regelmäßig auf die Tabelle. Bist du ein Tabellenmann, Malte? Ja, na klar. Ja? Also ich habe ja auch von Europa geträumt. Also Griechenland, Island hatte ich mir schon ausgemalt, Schottland hätte ich auch noch mitgenommen. Oh, so eine schöne Deichstube-Reise da irgendwie, keine Ahnung. Also bitte, ja, nach Armenien irgendwo, 17 Stunden Flug mit so einem Viehtransporter, keine Ahnung, wäre doch was. Hätte schon was. Ja, und noch ist er, der Traum ist ja noch nicht ausgeträumt. Und ganz tot ist er nicht. Aber wir schauen jetzt erstmal auf die Tabelle oder nicht, Markus, anfangen. Wie ist das hier? Do you magic? Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht. Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 10 mit 30 Punkten. 30 Punkte nach 26 Spieltagen, da dämmert doch bei uns allen mal was. Sind 11 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Da steht Mainz 05 vor dem 1. FC Köln und Darmstadt 98. Und auf Platz 7, auf dem wir doch alle ein bisschen schielen, steht der FC Augsburg mit 5 Punkten Vorsprung, nämlich 35, auf den SV Werder Bremen. So, und wenn wir jetzt dann darüber sprechen, was denn hier mit Europa Phase sein könnte, ist es wohl dann doch wahrscheinlicher, dass es nichts mit Europa wird. Ja, warten wir es ab, aber wahrscheinlicher ist es. Oder was meinst du? Oh. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es nochmal für den Sprung nach oben reicht, auch wenn der Abstand nach oben, wie gesagt, kürzer ist als nach unten. Aber ich bin da auch eher skeptisch im Moment. Ja, aber wie geil war das denn und wie geil ist es denn überhaupt, so ein bisschen dieses Kribbeln, sich Hoffnung machen zu dürfen, dass vielleicht irgendwas gehen könnte, schon alleine dafür war's richtig gut. So. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Der Zeitpunkt wäre mir ein anderer lieber. Also ehrlich gesagt, ich habe lieber das Kribbeln so Spieltag 32 bis 34 und selbst wenn es dann schief geht, dann ist es irgendwie noch geiler, weil du es dann wirklich greifen kannst. Jetzt ist es so, es war ein kurzfristiges Hoch, du hast dich irgendwie drauf gefreut, vielleicht, Mensch, klappt's wirklich. Ich habe immer gesagt, mal eine Serie starten. Haben sie so ja. Schnell gehen. Ja, haben sie ja. Jetzt starten sie halt leider die Serie gerade auch wieder in eine andere Richtung.
das ist ja so das Problem. Es sind ja alles 1-2 Niederlagen. Also das ist ja jetzt auch nichts irgendwie, was richtig Weltuntergang ist. Ist ja auch nicht abgeschossen. So. Genau, so ist es. Aber wenn man das schon glücklich macht, ist auch schlimm. Ne? Das ist eben genau die Kehrseite der Medaille und das ist auch die Wahrheit. Also wenn man das schon glücklich macht, dann läuft wirklich etwas schief. Aber Leute, im Ernst, ne? Also es gibt nun wirklich Schlimmeres, als in der Bundesliga als SV Werder Bremen auf Platz 10 zu stehen. Total, das sehe ich ganz genauso. Also deswegen bin ich auch weit davon entfernt, jetzt hier irgendwie so eine Schwarzmalerei gleich wieder zu starten. Ja. Und dass alles schlecht ist und alles ist katastrophal. Nee, Werder steht da, wo sie halt hingehören. Fertig. Ja, gibt wirklich Schlimmeres. Stromausfall, Wasserschaden, Magen-Darm. Genau, zum Beispiel. Also gerade Magen-Darm überhaupt nicht geil. Ja, hohe Durchfallquote, echt. Ja, also, nee. Ja. Willst du nicht. So, ich habe mir überlegt, Malte, dass wir die User-Fragen heute mal wieder vorziehen, damit wir uns hier gleich durch den Themengarten rund um den SV Werder Bremen schleichen. Bin ich dabei. Bevor wir dann unseren Gast Rafa Wolf dazu holen. Also deswegen hier Feuer frei, User-Fragen, User. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User-Fragen, Loser. Ja, Malte, herzlich willkommen in der Runde der Loser. Du, nichts Neues für mich. Ich bin zu Hause quasi. Und geht los mit Schmidt-Leander. Was soll der Scheiß? Finde, das wäre nach den letzten Wochen eine gute Einstiegsfrage. Habe ich mir dann auch gedacht und deswegen geht das damit los. Das ist eine Frage, die sich dann dieses Jahr schon viele gestellt haben. Und ganz so einfach ist es dann wohl nicht, eine Antwort zu finden. Hast du eine schnelle Antwort? Nee, eine schnelle habe ich auch nicht. Also ich würde tatsächlich nochmal da das aufgreifen, was ich vorhin schon gesagt habe. Mhm. Ne? Also einfach nochmal die Basics beherrschen, so billig und plump das klingt. Aber wenn es da in die richtige Richtung läuft, dann sieht es auch wieder besser aus. Und wenn nicht, dann ist halt scheiße. Dann ist halt scheiße. Und ist für viele von euch da draußen gerade mal wieder richtig scheiße? Also ich wundere mich ja schon immer über diesen Turn von Bayern geschlagen, Europapokal, Abstiegsangst, geht das alles nochmal richtig in die Hose. Das geht ja mitunter sehr schnell und ich bin ja auch immer dabei. Kannst du auch so mit Rückschlägen nicht so gut umgehen? Nee, tatsächlich nicht. Und das ist gerade eine schwierige Situation. Bleib aber dabei, Platz 10, hey, chillt mal, ist ja schon irgendwie alles halbwegs in Ordnung. Und ich mache immer wieder den Fehler, dass ich natürlich auch sehr viel Social Media Kommentare und so lese. Das sollte man nicht tun. Andererseits spiegelt das mitunter ja auch eure Meinung wieder, wie jetzt eben in diesen User-Fragen. Und da sind wir nämlich schon ganz schnell bei der ja, doch anhaltenden Trainerdiskussion, kann man das so sagen? Naja, anhaltend, findest du wirklich? Ja, immer mal wieder. Ja, so. Wenn, also, man hat das Gefühl, diese Phase, in der es bei Werder gut lief, als alle sagten hier, geil, Champions League mit dem Coach, weit nach vorne, Perspektive, Investoreinstieg, jetzt wird alles besser und jetzt bist du wieder an dem Punkt, an dem viele sagen, alles für den Arsch und ja, der Trainer ist irgendwie schuld. Also ja, so empfinde ich das. Also, ja, mir ist das ich immer, mich persönlich, auch so ja, merke ich das, was die Leute halt so kommunizieren. Mir ist das immer echt ein bisschen zu billig, sage ich ganz ehrlich. Ich bin kein großer Fan davon, jetzt da eine Trainerdiskussion vom Zaun zu brechen und die auch noch weiter zu befeuern. Das wirkt für mich immer alles so, wir brauchen zwingend Schuldigen. Also, ja, so sind entweder, Menschen halt. Ne? Ja, aber es ist entweder der Schiri oder es ist Marvin Ducksch oder es ist halt Ole Werner, wenn sie verlieren. Also es gibt irgendwie momentan... Clemens Fritz auch gerne. Auch, wahlweise, genau. Irgendeiner muss es halt sein, weil man selber ist es ja sowieso nicht und aus der Mannschaft, also da sind ja dann immer 3, 4 bei, die haben dann ja noch Energie gezeigt, also die konnten es ja und dann, also man muss das immer greifen können und da ist es mir viel zu einfach, da immer gleich den Trainer rauszuziehen. Der hat natürlich, wie alle anderen auch, hat er seinen Anteil daran, dass es gerade nicht läuft. Aber deswegen dann direkt wieder zu sagen, Trainer muss weg, weil damit läuft es hundertprozentig gleich besser, sehe ich nicht. Also auch nicht in der jetzigen Werder-Situation. Ich spitte mal hier ein paar User-Fragen raus. Vielen Dank für eure Einsendung. Keep going. Ich mache wieder so ein Hang-Loose-Ding. Ich bin jetzt ja... Wollen wir auch so ist das dein Mitbringsel? Wollen wir auch so blonde Strähnchen machen und so weiter. Habe ich jetzt leider verpasst. Und ich werde immer wieder mal so Anglizismen droppen. Ja. Damit ich halt irgendwie so Austrian Urban unterwegs bin. Aber sind die Leute da nicht viel entspannter eigentlich? Wo wir jetzt gerade beim Thema hier sind. Wir beide auf jeden Fall. alles sehr, sehr freundliche Leute in Summe. Und überhaupt in Deutschland laufen ja alle mit einer Fresse rum eigentlich. Also sowieso jeder auf der ganzen Welt, aber mit einer negativ behafteten Visage. Ich habe das Gefühl, im Ausland sind die Leute oft glücklicher und hier in Deutschland wird halt immer viel genörgelt. Und damit sind wir super Twist, geile Überleitung auch, sind wir bei
ja, und ich nenne es dann doch irgendwie Trainerdiskussion, ob sie jetzt irgendwie im Internet nur geführt wird und bei uns hier nicht, ist ja erstmal völlig egal. Ich droppe jetzt, wie gesagt, so ein paar Fragen. Matthias Schatkowski, Trainerwechsel vielleicht ratsam. Leuby, Trainer-Goat Floco ist wieder verfügbar. Spürt Ole Werner schon den neuen Druck? 19 Fuzzy A9. Wie viele Fehler darf Ole Werner noch machen? Ayana R. Ich würde uns ja schon gern mal mit einem anderen Trainer spielen sehen. Ich mag Werner, aber Aufstellungen und Wechselphasen gefallen mir meist nicht. Auch die Schützen im Standard gefallen mir nicht. Wie seht ihr das? Und noch angefügt Pascal Buntrock. Da sieht man jetzt ein kleines Potpourri. Warum soll ich glauben, dass Ole Werner der richtige Trainer für uns ist? Bei den Aufgaben, die das Team hat, entwickeln von Spielern, wieso spielt Alvero wenig oder Cater fast gar nicht, fehlende Motivation bei Einwechslungen, keine Belohnung für gute Leistung. Einmal noch dran und dann fasse ich mal zusammen. Mhm. Minia Laurine, erstens, warum ist Duxch immer in der Startelf gesetzt, wenn die Leistung seit Wochen nicht ausreicht? Warum verschimmeln eventuell motivierte Spieler auf der Bank? Warum kommen die Wechsel in jedem Spiel zu spät? Also, das war jetzt sehr, sehr viel. Ja. Was hättest du jetzt gern von mir zuerst? Ich habe mal versucht, das ein bisschen zu ordnen. Fangen wir mal an mit Marvin Duxch. Mhm. So. Ja. Und das war ja auch in meiner Abwesenheit hier durchaus Thema. Körpersprache, aktuell keine Scorer. Mhm. Ich irgendwas übersehen? Ja, doch, die Ecke. Genau, richtig. Bereitet das Ding vor, ja. Ja, wobei es jetzt, muss man auch sagen, jetzt keine überragende Ecke war. Ne? Also da hilft der gegnerische Torwart ja mit. Normalerweise wird das Ding weggefischt. Ja, das ist aber ja erstmal egal, weil Okay. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema, wenn man über Marvin Duxch spricht. Seine Körpersprache ist erstmal aus meiner Sicht nichts Neues. Mhm. Aber wenn er regelmäßig Scorer liefert, Tore oder eben Vorlagen, dann ist das den Leuten vermeintlich egal. Mhm. Läuft es gerade wie jetzt, dann ist er der Sündenbock. Mhm. Ganz gut zusammengefasst eigentlich, absolut, oder? Genau. Ja. Und, wie ist denn deine Meinung dazu? Ja, ein krasses Formtief im Moment, das muss man einfach so sagen, auch wenn er das Tor, wie gesagt, vorbereitet. Aber da stimmt halt einiges nicht zusammen. Man hat das Gefühl, er ist mit dem Kopf vielleicht auch ein bisschen woanders. Vielleicht ist dieses EM-Nationalmannschaftsthema wirklich drin, macht sich dadurch ein bisschen Druck. Oder ein bisschen zu viel Druck, vielleicht tatsächlich. Mhm. Hat anscheinend großen Frust im Zusammenspiel mit seinen Teamkollegen, was man ihm natürlich negativ auslegen kann, dass er das so gestenreich auch formuliert. Andererseits, er hat ja auch nicht Unrecht. Wenn man sieht, wie wäre das Aufbauspiel im Moment halt aussieht, dann klappt da halt auch nicht so viel. Das Problem ist nur, dass seine eigenen Bälle ja eben auch nicht ankommen. Ob in Richtung Tor oder bei den Mitspielern, das funktioniert halt auch nicht immer. Er hat immer seine guten Momente drin. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, weshalb Ole Werner weiterhin auf ihn setzt. Weil Marvin Duxch natürlich die Vorleistung aus der Vergangenheit immer noch im Gepäck mit sich hat. Und wenn wir mal ehrlich sind, auf der Bank oder dahinter jetzt auch niemand ist, der dir irgendwie gerade verspricht, dass es besser läuft. Das ist auch mein Punkt. Du hast dich entschieden, einen Rafa Boré abzugeben noch im letzten Moment. Mhm. Haben wir alle gesagt, Gott sei Dank ist das Thema endlich zu Ende. Aber das war halt einer, der hat halt noch mal für ein bisschen Wirbel da vorne gesorgt. Du hast als Alternative Justin Ginmar, spielt fast immer, wenn er nicht verletzt ist, was ich für richtig halte. Dann hast du Nick Woltemade, der zuletzt mehr gespielt hat. Woltemade? Nicht Woltemade? Von mir aus auch Woltemade. Hast du ein Problem mit der Betonung? Ab und an vielleicht. Können wir gerne so machen. Also, Nick Woltemade. Ja, danke. Sehr gerne. Natürlich ein komplett anderer Spielertyp, der auch viel für diese Mannschaft bringt, indem er halt Bälle festmacht, was gegen Union am Anfang gut geklappt hat, hinten raus aber nachher auch gar nicht mehr. Und wenn wir ehrlich sind, allzu viele Torchancen mit seiner Beteiligung gab es in den letzten Wochen auch nicht. Gar nicht. Gar nicht. Dann hast du den David Kownacki, über den es immer heißt, der hat in den vergangenen Wochen sehr gut und engagiert trainiert. Und ich finde, wenn das schon das Lob oder der Grund ist, warum er näher dran ist an der Mannschaft, sagt das viel über sein erstes halbes Jahr aus. Und ehrlich gesagt auch, dass der Rest immer noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Hat jetzt ein paar Minuten gehabt, hat sich reingeschmissen, aber wirklich integriert und passend. Und also für mich passen ja die Puzzleteile nicht so zusammen. Und deswegen kann ich bei aller Kritik, die es an Marvin Duxch zu Recht gibt, total nachvollziehen, warum der halt jede Woche spielt, weil der noch am ehesten der Kandidat ist. Ich finde, das hast du sehr gut erklärt. Der ein bisschen was bewegt. Also mich hast du überzeugt. Ernsthaft.
Ja, ich sehe es nämlich auch ganz ähnlich. Ich will mich da auch gar nicht als Duxch-Fan outen, ne? Sondern es geht einfach darum, dass du aus Mangel an Alternativen auf denjenigen setzt, der dir noch am ehesten was garantieren kann. Und wenn dann halt mal so eine Ecke dabei rauskommt, die Weiser dann einköpft, dann hat der Trainer am Ende auch recht. Wenn der Rest des Spiels trotzdem mistig aussieht, haben aber auch alle anderen recht, die sagen, warum spielt der immer so lang? Guter Punkt. Jetzt bist du ja oft beim Training für die Deichstube, für uns. Dringt sich da keiner auf? Ehrlich gesagt nicht. Also, wenn du Marvin Duxch im Training sowieso siehst, dann siehst du ihn so wie immer, finde ich, immer gut gelaunt, scherzt mit den Mitspielern, nimmt sich seine kleinen Späße raus, sind kleinen Wettbewerbe mit irgendwelchen Kollegen, wo er dann Distanzschießen macht und so weiter. Ist natürlich im Training immer eine andere Nummer. Da wird nicht so hart verteidigt wie in einem normalen Bundesligaspiel. Natürlich kommen da er und auch alle anderen Stürmer zu deutlich einfacheren Torchancen und natürlich netzt er dann auch häufiger. Was auch richtiger ist, weil du dir dann natürlich vielleicht irgendwie auch dieses Selbstvertrauen übers Training wiederholst. Insofern sehe ich da keinen Unterschied. Und da würde ich auch als Ole Werner keinen Grund sehen, zu sagen, ja, der muss jetzt auf die Bank, weil der trainiert lausig. Du musst halt drüber nachdenken, wie kriege ich dieses gesamte Spielgefüge im Moment wieder effektiver hin, dass auch ein Marvin Duxch, der gerade ein bisschen schwächelt, viel, viel besser wieder zu seiner Performance kommt. Du erlebst jetzt quasi diesen Marvin Duxch, den wir am Anfang der Saison alle befürchtet haben. Als Niklas Füllkrug gehen musste, Stimmt. War der zweite Mann daneben da. Und die beiden haben sich super ergänzt, beziehungsweise selbst wenn Marvin Duxch dann mal geschwächelt hat, hast du einen Niklas Füllkrug gehabt, der aus dem Nichts oder so immer noch ein Tor machen konnte. Hat der eine das andere aufgefangen. So, genau. Ne? Und jetzt erleben wir im Prinzip den Duxch, wo alle am Anfang gesagt haben, der wird nicht nochmal so eine Saison spielen. Mhm. Und dann hat er ja vernünftig angefangen, hat seine Scorer gehabt, hat seine Tore geliefert. Und alles, was drumherum war, lassen wir da jetzt mal weg. Aber jetzt ist so die erste wirkliche Phase. Und deswegen ist er ja auch so unzufrieden mit seinen Nebenleuten, weil da einfach dieses ergänzende Spiel nicht klappt. Und da hast du eben jede Menge einzelne Spieler. Hast du auch einen Romano Schmid, der für mich viele, viele gute Szenen hat, aber zuletzt auch unheimlich schwankend unterwegs war. Und das ist einer, der ja für Marvin Duxch immer noch mal gut. Ja, gut, aber ja, jetzt es gab so einen Moment in dieser Saison, wo du gedacht hast, okay, jetzt spielt er auf einem Niveau, wo es, wenn er das kontinuierlich hält, und das hat er eine Zeit lang getan, dann hilft das der Mannschaft unheimlich weiter. Und das ist jetzt zuletzt auch nicht mehr da gewesen. Immer mal eine Flanke, die gekommen ist, aber halt auch viele, die einfach nicht gekommen sind. Und damit hängt natürlich auch ein Marvin Duxch dann noch mehr in der Luft, wenn einer, der, auf den du dich sonst verlassen kannst, der noch einen guten, gefährlichen Pass in deinen Fuß spielt, plötzlich nicht mehr funktioniert. Und wenn du dann halt noch so eine ausgewachsene selber Torkrise hast, weil deine Schüsse ins Nirvana gehen oder du die Bälle nicht richtig triffst, dann summiert sich das und sorgt für diese riesige Unzufriedenheit, die, glaube ich, alle erleben, wenn sie dieses Spiel im Moment sehen. Geil, Malte. Tut mir leid. Ja, wirklich. Ja, doch. Ich glaube, das Spiel bekommt ihr ganz gut. Das war sehr on point, wie ich finde. Wir nehmen jetzt mal diese Kritikpunkte an Werder und damit auch an Ole Werner so ein bisschen auseinander, habe ich mir überlegt. Die Aufstellung passt vielen regelmäßig nicht. Jetzt hast du das schon so ein bisschen angedeutet. Und zu den Wechseln kommen wir gleich noch, zu den vermeintlich späten. Ja, und da ist ja durchaus die Frage, wie würdet ihr da draußen aufstellen? Könnt ihr auch mal gerade fürs nächste Spiel in die Kommentare droppen. Da gibt es ja einiges zu tun, sind ja einige Sperren da. Genau, aber so insgesamt, was ist denn jetzt dieser Kritikpunkt eigentlich an dieser Aufstellung? Also ich glaube, einerseits dreht es sich tatsächlich viel um die Personalie Duxch, dass viele da unzufrieden sind. Und natürlich kannst du da auch wieder das Bayern-Spiel herannehmen. Da hat er gesperrt gefehlt. Woldemar und Jimmer haben ihren Job da ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, komplett andere Ausrichtung auf dem Platz. Also ich glaube, es lässt sich nicht auf jedes Spiel so projizieren. Und ansonsten hast du halt, gucken wir auf die Defensive, hast du nicht viele Möglichkeiten im Moment? Nee, gerade gar nicht. Also da spielt dann hinten seit Wochen den Julian Malatini, der seinen Job lange gut gemacht hat, der erstmal funktionieren muss und diese Liga kennenlernen muss, der natürlich jetzt am vergangenen Wochenende und auch vorher gegen Dortmund einfach nicht gut aussah in den entscheidenden Szenen, aber das gehört dazu. Also absolut. Ich glaube, da ist man weit davon weg, ihn zu verurteilen. Senelin hat in den Wochen vorher, finde ich, viele gute Leistungen gebracht, sah jetzt halt wirklich in Berlin miserabel aus bei beiden Gegentoren, speziell beim zweiten, also war ja quasi gar keine Zweikampfführung vorhanden. Und ansonsten, also was willst du sonst machen? Ich persönlich finde, dass auf den Außenbahnen momentan enorme Probleme vorhanden sind. Du hast lange mit Felix Aguda gespielt, der seine Sache ordentlich gemacht hat, aber mehr auch nicht. Da war immer der Punkt Geschwindigkeit ausschlaggebend, weshalb er gespielt hat. Olivier Demann hat in der Hinrunde ein paar vernünftige Spiele gemacht, zuletzt. Das war ja gar nichts. So. Sorry, aber das war ja wirklich schlimm. Genau, ich konnte total nachvollziehen, nach den zuletzt auch eher schwächeren Leistungen von Agu, dass dem Mann jetzt mal wieder eine Chance gekriegt hat gegen Union. Aber was er da gezeigt hat, war ja, wie du sagst, wirklich gar nichts. Und jetzt kannst du ja für nächste Woche
beziehungsweise nach der Länderspielpause, dich ja schon fragen, wie fängst du das denn auf? Mitchell Weiser verletzt, normalerweise würde man, nicht verletzt, gesperrt, Entschuldigung. Normalerweise würde man ja sagen, ja, stellst du Agu nach rechts und Deman nach links, aber willst du das wirklich? Nach den Vorleistungen? Ziehst du dann wieder einen Bittencourt vielleicht eher nach rechts, der das ja auch schon häufiger mal aushilfsweise gemacht hat? Oder brauchst du den eigentlich im Zentrum? Romano Schmid war von seiner Sperre wieder da, aber irgendwie auf der 6 musst du ja auch was machen, weil Stay weg, Lean weg, also im Prinzip das komplette körperbetonte Mittelfeld. Also du hast auch nicht viel, wo du jetzt wirklich noch viel agieren kannst. Das wirkt jetzt so, als würden wir hier den Trainer sehr, sehr stark in Schutz nehmen. Ja, auch zu Recht. Das war auch völlig zu Recht. Ja, das war also ich finde bei Personal. Ich stelle das mal offen zur Diskussion. Ja, ich kann das nur total verstehen und ich kriege das ja auch andauernd gespiegelt. Also auch Leute in meinem privaten Umfeld sagen, ey, was macht der denn da? Ja. Warum? Und warum spielt denn der und der nicht mal? Ja. Und dann kommt die gleiche Frage, du siehst ihn häufiger beim Training, sag du mir mal, was der macht. Und wir haben ja vergangene Woche in der Deichstube, haben wir einfach mal geguckt, wie trainiert denn der Cater eigentlich? Ja. War nur eine Trainingseinheit, aber guckt euch das Video gerne nochmal an. Das ist ein total normales Training, aber der drängt sich jetzt auch nicht auf. Ja. Also wenn du einen Spieler hast, der total unbedingt Bock drauf hat zu spielen, so kenne ich das aus meiner Jugend, ich war nie ein großer Kicker, aber wenn du den Trainer überzeugen wolltest, natürlich nicht, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber wenn du den Trainer überzeugen willst, dann tust du das doch vor allem mit Leidenschaft und Einsatz erstmal und versuchst ihm so zu vermitteln, Alter, ich bin da. Immer erstmal ganz wichtig, in so einem Trainingsspielchen den Kapitän weggrätschen. Ist das so? Ich glaube, damit machst du erstmal Eindruck. Der eine oder andere mag sagen, ja, pace da ein bisschen, aber immer schön mit Grätschen kannst du punkten, glaube ich. Also liegt es daran, dass Friedel jetzt seit Wochen verletzt ist, weil die nicht wissen, wen sie eigentlich umgrätschen müssen. Richtig schön, das ist Fettnäpfchen jetzt. Das wollte ich so nicht sagen. Naja. Ist das live? Ey, schneid das raus. Nächster Kritikpunkt, späte Auswechslung. Mhm. Ja. Den fühle ich noch am ehesten. Ja, gebe ich, ist so eine leichte Tendenz für mich zu erkennen. Also ich finde, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Am Anfang, also was heißt am Anfang, vor ein paar Wochen wäre ich da noch komplett mitgegangen, weil ich auch immer das Gefühl hatte, vor der 75. tut sich da gar nichts. Jetzt mittlerweile, ja, zur 60. passiert da schon mal was. Ich würde mir einfach wünschen, dass man auch in der Halbzeitpause, wenn da nicht irgendwie einer angeschlagen ist und deswegen was passieren muss. Also da sind wir wieder bei Olivier Demann zum Beispiel. Also hat sich für mich nicht erschlossen, warum der nach 45 Minuten nochmal wieder rauskam. Bei einem Marvin Ducksch kannst du genauso drüber diskutieren, ob der vielleicht mal zur Pause dann einfach mal drin bleibt und du es dann komplett anders versuchst, wenn vorher halt auch schon nicht alles aufgegangen ist. Da würde ich noch total mitgehen. Ansonsten jetzt aber insgesamt zu sagen, die kommen zu spät, weiß ich nicht. Da gehe ich nicht komplett mit. Jetzt fehlt mir hier so ein bisschen die Polemik. Also ich finde, du hast viele Sachen hier sehr gut erklärt. Und jetzt kriegen wir hier gar nicht mehr aus. Soll ich mir einschlagen oder was? Nein, um Gottes Willen. Du sollst dich hier wohlfühlen und sollst das sagen, was du ehrlich meinst. Und für meine Begriffe hast du das wirklich gut erklärt. Also ich will für meinen Teil dazu sagen, dass ich diese Trainerdiskussion mit einem SV Werder Bremen auf Platz 10 in dieser Saison mit den Möglichkeiten, die Werder hatte, hat, in Zukunft vielleicht bessere Möglichkeiten hat finanziell, völlig in Ordnung finde und wenn wer da die Saison da irgendwo im Mittelfeld abschließt, ja, was hast du denn erwartet? So, ja, genau. Ich finde, man kann sich über Ole Werner ärgern, aber man muss ihn nicht gleich wieder komplett raus. Du musst ihn nicht rausrufen. Ja, im Prinzip, direkt. Genau so ist es. Also, es gehört irgendwie dazu. Also wenn ich mich über Ducksch aufrege oder an dem nächsten Wochenende rege ich mich über den Spieler auf, dann darf ich mich auch über einen Trainer aufregen. Das tun wir ja auch. Also wir sind ja hier nicht die Anwälte des SV Werder Bremen, auch wenn das ja gerne mal so dargestellt wird, dass wir ja hier gesteuert sind. Und natürlich darf ich jetzt Ole Werner als Reporter nicht kritisieren, weil der gibt mir dann ja nächstes Mal kein Interview. Ich glaube, also sage ich allen, Ole Werner ist das relativ egal, was ich hier... Der liest ja eh nichts. Ich habe gehört, der guckt ja nur eingedeicht und ansonsten blendet der alles aus. Ja, das ist ja auch immer so eine Mär, glaube ich. Ne? Also auch die Spieler, die lesen ja auch alle nichts, wissen aber genau, welche Noten sie von uns bekommen haben. Und wenn irgendwo mal was... Ja, dass den Leuten zugeschickt wird oder so. Ja, aber es liegen halt auch Zeitungen in der Kabine. Letztens hatte, wer hatte uns das erzählt, dass Nick Woltemade ihm da irgendwie die Zeitung weitergereicht hat und da dann drin stand hier... Ich weiß nicht mehr, über wen die Geschichte ging, aber er hatte genau deshalb dann irgendwie darauf, ist er aufmerksam geworden, weil Nick ihm die Zeitung gegeben hat. Also natürlich wird schon irgendeiner mal irgendwo reingucken und wird dann sagen, hier komm, guck dir mal eben drauf. Ja. Und dann sollen sie sich über uns aufregen, gehört auch zum Spiel. Kann ich auch mitleben. Die würden uns wahrscheinlich auch rausschmeißen. Ja, rausrufen, rausschreiben, was auch immer. So, wir sind ja eigentlich bei den User-Fragen. Ist fast ein bisschen verloren gegangen, fand ich wirklich gut. El Mio, neue Spieler bei Werder chancenlos. Kurzeinsätze für Monate. Werden Neueinkäufe ohne Werners Rücksprache getätigt? Wenn ich neue Sneakers kaufe,
trage ich die doch sofort. Ist die von dir die Frage? Ja, fand ich sehr passend, fand ich sehr gut. Brechen wir das Ganze mal runter. Was ist mit Alvero? Was ist mit... Oh, du musst mir helfen, ich bin ja noch neu jetzt hier wieder. Wie wird er ausgesprochen, der Norweger? Isak Hansen Arøen. Arøen, danke, genau so hätte ich es ja auch gesagt, aber ich lasse dir den Vortritt. Und was ist mit Keita? Was ist denn mit diesen Leuten? Und auch da wieder die Frage, du bist doch beim Training. Keita hast du schon ein bisschen angedeutet. Ja, warum kommen die denn nicht mal früher? Also fangen wir mit Skelly Alvero an. Ja, bitte. Der kommt ja mittlerweile immer deutlich früher. Also Der robbt sich so langsam ran und natürlich braucht er auch eine gewisse Anlaufzeit. Der hat halt nur nicht viel, wir wissen alle, ist erstmal nur das halbe Jahr ausgeliehen. Dann gibt es diese Kaufoption von maximal 6,25 Millionen Euro. Ist natürlich eine Stange Geld, ob Werder das überhaupt bereit ist zu ziehen, weißt du auch. 6,25, warum nicht 6,14395 Millionen Euro? Egal, entschuldige. Das waren die Franzosen wahrscheinlich, die das so wollten, keine Ahnung. Umrechnung. Also das heißt, er hat jetzt nicht viel Zeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Hat das, finde ich, ganz gut gemacht. Und dürfte, da bin ich mir fast sicher, gegen Wolfsburg seine Chance bekommen, eben weil auch das Personal auf seiner Position im Mittelfeld gerade ausfällt. Und da gab es bei der Kombination Stay, Lean und davor eigentlich wenig Gründe, ihn erstmal direkt von Anfang an zu bringen, vor allem wenn du noch nicht weißt, dass dieser Spieler hundertprozentig alles verstanden hat, was du als Trainer oder auch als Mannschaft von ihm möchtest. Da ist eben auch noch die Sprachbarriere, wobei Französisch jetzt nicht die riesige Sprachbarriere ist, aber ist nicht im Englischen bewandert, spricht kein Deutsch. Also das muss ich auch alles erst eingrooven. Das kann halt wie bei Julian Malatini von Anfang an halt mal ganz gut funktionieren, aber dann auch irgendwann nicht. Wir haben es im Mittelfeld bei Senelin und bei Jens Day in Jahren versetzt gesehen. Die brauchten beide ein halbes Jahr, bis das erst so richtig funktioniert hat. Zeit, die Alvero nicht hat. Aber der kriegt jetzt nach und nach kriegt er mehr Spielzeit. Und bei dem zum Beispiel bin ich mir sicher, wie gesagt, dass da auch noch mehr bei rumkommt, wenn er auf diesem Niveau weitermacht. Weil ich glaube, der kommt jetzt immer besser an. Ist auch tatsächlich ganz robust, was vorher immer gesagt wurde, was man ja auch immer erstmal beweisen muss. Aber wenn man seine Zweikampfführung sieht, kann man, glaube ich, schon nachvollziehen, da ist einer, der hat auch Bock, seine langen Beine wirklich richtig einzusetzen. Lang, bitte, ne? Lang. Sehr lang. Ja. Sehr lang. Und, hast du mal angefasst? Fühlt sich auch lang an. Natürlich nicht, würde ich mir nie erlauben. Keine Frage. Machen wir weiter mit Isak Hansen Arøen. Klär mich auf. Blutjunger Spieler, 19 Jahre alt, ne? Also hat die Zukunft noch vor sich und bringt natürlich unheimlich viel mit. Und das ist, glaube ich, das. Tattoos in erster Linie. Tattoos natürlich auch, aber der kann auch echt was am Ball. Ist aber, also den drückst du noch relativ leicht weg im Zweikampf. Okay. Das siehst du jetzt schon. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, in Trainingseinheiten wird noch nicht so kompromisslos verteidigt. Das siehst du schon, dass du den noch relativ schnell aus dem Weg räumen kannst. Natürlich kann der trotzdem geile Dribblings zeigen, aber bei dem ist die Gefahr einfach noch sehr groß, dass der in der Vorwärtsbewegung den Ballverlust viel zu schnell hat. Der hat noch nie in dieser Liga gespielt, noch nie auf diesem Niveau. Ich würde mir wünschen, der ist mit der Nationalmannschaft, mit der norwegischen U21 unterwegs. Für ihn wäre so ein Testspiel am Donnerstag gegen Hannover perfekt gewesen, um endlich mal ein bisschen was Robusteres kennenzulernen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Und wenn der dann diese Sommervorbereitung mitmacht, mit Testspielen und so weiter und so fort, ich glaube, für die kommende Saison ist das einer, der da auf jeden Fall schon mal stattfinden kann. Würde ich mir zumindest wünschen. Ich bin schwer begeistert, Malte, wirklich. Nabi Keita müssen wir noch aufhören, ne? Viele gute Sachen. Was mit Nabi Keita? Ich mach's ein bisschen spitzer. Wird er nochmal zum Faktor für den SV Werder Bremen? In dieser Saison? Ja. Oder vielleicht auch darüber hinaus? Ja, das ist halt wirklich die ganz spannende Frage. Ja. Ne? Also auch er könnte jetzt tatsächlich davon profitieren, dass bei Werder halt jede Menge Spieler ausfallen im Mittelfeld in der nächsten Partie gegen Wolfsburg. Er ist nicht zur Nationalmannschaft diesmal gereist, bleibt da. Er wird dieses Hannover-Spiel also machen. Ole Werner hat schon angekündigt, er wird es auch wirklich machen. Hoffen wir mal, dass da jetzt nicht noch wieder gesundheitliche Probleme dazwischen kommen. Aber dann wird er auf jeden Fall auf dem Platz stehen. Der ist gerade in dieser Phase, wo wir darüber sprechen, dass da gerade was Passspiel und so, dass es da Probleme gibt, ist er natürlich ein Mann, der mit dem Ball am Fuß am ehesten noch was anstellen kann. Aber auch bei ihm, und das hat Ole Werner gesagt, und da gebe ich ihm komplett recht, fehlt diese Explosivität. Der kriegt den Ball und wo du denkst, jetzt muss er doch mal anziehen und sich die nächsten 2, 3, 4, 5 Meter erobern auf dem Platz. Nee, das ist eher so das, wo alle immer zum Beispiel über Toni Kroos schimpfen. Querpass-Kater. Ja, nee, das ist er nicht. Nein. Das nicht, aber was die Explosivität angeht, wo man immer sagt, Kroos guckt erstmal lieber nach rechts oder links, was ja auch völliger Blödsinn ist, weil er mit die geilsten Pässe überhaupt spielt, sonst wird er ja auch nicht so lange Jahre bei Real spielen. Und Keita guckt halt auch erstmal, wo könnte es sich denn jetzt hin entwickeln? Deswegen war das gegen Union am Ende, den musstest du jetzt einfach mal bringen, weil auch viele öffentlich ihn gefordert haben. Der Impact war jetzt eher gering, er hatte seine Chancen, hat die Bälle gut verteilt, aber
wo du jetzt sagst, dreh doch jetzt mal auf. Jetzt zeig doch mal, jetzt such doch noch mal die Lücke. Das geht ihm momentan noch ab. Und das meine ich damit, dass er trainiert wie jeder andere auch. Aber du siehst halt den Ausreißer nach oben im Moment nicht. Kommt denn noch was, Malte? Ja, ich würde es mir wünschen. Wünschen ist hier nicht. Nee, aber da ist jetzt halt die Frage. Fakten. Ich befürchte fast, dass diese Saison in der Hinsicht erstmal nichts mehr kommt. Ich glaube, dass er seine spielerische Chance kriegen wird. Dafür kennen wir aber auch alle den Spieler Naby Keita zu wenig. Ist er derjenige, der sich gegen diese Widerstände nochmal stemmt und nochmal aufbäumt? Weil dass der unzufrieden ist, ist ja klar. Absolut. Nicht nur, weil er nicht spielt, sondern eben, weil er so lange und schon wieder verletzt war. Der wollte hier so einen richtig schönen neuen Anlauf nehmen. Ja. Und natürlich musst du dann darüber nachdenken, trennst du dich im Sommer, weil das für beide Seiten vielleicht wichtiger ist. Wenn du es nicht tust, werden wir mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit diesen Satz hören, den es immer mal wieder gibt. Der ist ja quasi wie ein Neuzugang. Okay, warten wir das mal ab. Also ich traue ihm zu, dass der nochmal, so alt ist er ja nun auch noch nicht. Natürlich hat er diese dicke Krankenakte, aber das ist halt ein Spieler, der eigentlich mit dem Ball was anstellen kann. Aber ich fürchte fast, dass wir da in dieser Saison vergeblich drauf warten, dass er nochmal so richtig explodiert. Don't stop believing, da ist es wieder. Aber so richtig dran glauben, fällt mir auch schwer. Also in dieser Saison, ich befürchte, das wird nichts. Komm, zwei, drei machen wir noch. Hucke André, rutscht wer da noch ganz unten rein? Das Restprogramm ist nicht einfach, unter anderem gegen Leverkusen, Leipzig und Stuttgart. Naja, die Gefahr, zumindest in der Theorie, besteht natürlich. Ich glaube aber tatsächlich, dass die anderen Teams da unten so viele eigene Probleme haben, seit dieser ganzen Saison schon. Alle zu schlecht. Ja, im Prinzip ja. Also mir fällt, also lass da einen nochmal durchstarten, aber dass die jetzt wirklich alle nochmal so eine richtige Serie starten und da unten rausrauschen, da hat Werder jetzt diesmal einfach das Glück, dass du mit 11 Punkten noch relativ gut dastehst. Wenn du dich jetzt einigermaßen gut durch die kommenden Wochen ziehst, dann ist das Thema Klassenerhalt, glaube ich, relativ früh durch. Ist aber dann nichts, worüber man natürlich in Jubelstürme ausbricht, im Sinne von, wir haben das jetzt mega geil rausgespielt. Dafür war die Saison dann einfach zu schwankend. Juice oder Juice ohne I, 2608. Warum wird bei uns nach Erreichen der 30 Punkte immer der Stecker gezogen? Und wir erinnern uns, da gab es mal diese Saison, Spiel gegen Bielefeld, gewonnen, 30 Punkte, selber Spieltag. Danach ging gar nichts mehr. Ich versuche das immer aus meinem Gedächtnis zu löschen. Es ist passiert. Und ja, es ist schon auffällig. Ja, letztes Jahr war es ja ähnlich. Da haben wir sie ja alle wieder damit genervt. Alle waren schon richtig angepisst, weil sie auch wochenlang auf... Wer das selbst war auch richtig angepisst. Ja, genau, weil die auf 30 Punkten schon wieder rumhingen. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie wirklich so in den Köpfen drin hängt, aber es ist halt schon ein kurioser Zufall, also schon merkwürdig. Ja, ne? Aber ich glaube nicht, also da wird jetzt kein Spieler auf dem Platz stehen und sagen, ey, wir haben immer noch, wir müssen jetzt wenigstens den einen, dann haben wir 31, dann sind wir das wenigstens los. Aber nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, entspannt euch mal da draußen. Vielleicht reichen ja sogar 30 Punkte zum Ligaverbleib. Das wäre dann wirklich echt traurig. Das wäre in der Tat traurig, aber Werder wird schon noch den einen oder anderen Punkt holen, da gehe ich mal von aus. Da bin ich bei dir. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich will das hier aber auch nicht verhexen, dass wir dann noch ernsthaft da unten reinrutschen. Letzter Spieltag, Krimi gegen Bochum, zu Hause, ausverkaufte Hütte. Du hast so einen nassen Helm auf. Will kein Mensch. Will kein Mensch, ne? Will kein Mensch, wollen wir nicht, willst du nicht, will niemand, wollt ihr da draußen nicht. Machen wir nicht. So, und dann gab es noch eine Frage zum Torwart. Warte, wo ist sie denn? Ich muss kurz suchen. Michael Zetterer soll das neue Gesicht des SV Werder Bremen werden. Macht das gut, dies, das. Aber was wird eigentlich aus Pavlenka? Hat er so nicht verdient. Ja, dass er das nicht verdient hat, sehe ich wirklich ganz genauso. Mhm. Also das ist echt, ich will nicht sagen tragisch, das ist für mich immer ein zu großes Wort. Das ist echt bitter, wie es für ihn hier läuft, weil er sich auch wirklich nicht zu Schulden hat kommen lassen in der Hinrunde. Aber ja, da werden sich die Wege im Sommer mit höchster Wahrscheinlichkeit trennen. Wie du sagst, Michael Zetterer soll das neue Gesicht werden. Dann ist ein Pavlenka A nicht darauf aus, die Nummer 2 zu werden. B ist er viel zu teuer, um die Nummer 2 zu sein. Du kriegst einen Mio Backhaus zurück aus den Niederlanden, mit dem du dann ja wahrscheinlich als Nummer 2 in die Saison gehst. Es wird noch ein erfahrener dritter Keeper gesucht, wer auch immer das dann sein will. Vielleicht Raphael Wolf. Wir können ja gleich mal fragen. Raphael Wolf. Wir fragen ihn einfach mal. Aber ansonsten, nee, das ist dann halt leider wirklich ein sehr, sehr trauriger Abschied eines Mannes, der sich ja immer total loyal verhalten hat und für Werder echt auch viele gute Spiele gemacht hat. Damit haben wir jetzt einen super Bogen geschlagen. Also ich will noch kurz dazu sagen, größte Wertschätzung für Pavlas, der ja schon, ich glaube, man kann es so sagen, eine Ära, eine Torhüter-Ära auch über die Jahre, die er hier ist.
ist ja noch da. Er war der erste Keeper nach Jahren, wo das Stadion auch mal wieder das Gefühl hatte, da ist einer, der gewinnt Spiele. Ja. Das war ja jahrelang wirklich nicht so. Da hast du immer so ein bisschen Angst gehabt. Da sind wir leider auch wieder bei Raphael Wolf, wo auch viele Fans gesagt haben, ui, das wünschen wir uns aber was Konstanteres. Ey, wir schauen mal, in welche Richtung das dann weitergeht. Und das hat Pavlas, glaube ich, wirklich richtig gut hinbekommen, dass da jahrelang einfach mal gar nicht diskutiert wurde. Ja, absolut. Jetzt wird darüber diskutiert, bleibt er über den Sommer hinaus als Nummer zwei? Vermutlich nicht, aber wie fühlt man sich dabei? Jetzt eben dieser super Bogen, den wir hier geschlagen haben. Schöne Überleitung erstmal. Darüber reden wir jetzt mit unserem Gast. Wo ist er denn eigentlich? Sollte eigentlich schon längst da sein. Nicht, dass ich mir hier noch einen Wolf suche. Oh, sehr gut. Bitten wir ihn einfach rein. Raphael Wolf, ehemaliger Torhüter des SV Werder Bremen, zuletzt unter Vertrag bei Fortuna Düsseldorf und hat frisch seine Karriere beendet und hat demnach super viel Zeit mit uns über Werder und alle anderen Themen zu quatschen. Rafa, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, freue mich. Freut mich auch, moin. Hallo. Grüß dich, moin. Hallo. Und du uns, setz dich bitte. Genau, mein Platz. Einfach. Sehr, sehr geil, dass du da bist. Herzlich willkommen, eingedeicht die Werder-Show heute mit Rafa Wolf. Ich habe es eben schon gesagt, Ex-Werder-Torhüter, jetzt gerade frisch die Karriere beendet. Ja, frisch. Also nicht für uns frisch. Bekannt gegeben, sagen wir mal so. Ich glaube, wir müssen so anfangen. Wie intensiv verfolgst du denn eigentlich noch den SV Werder Bremen? Ist ja eine Werder-Show. Hilft ja nichts. Ja, nein. Natürlich mit der Vergangenheit, die ich habe, habe ich immer noch ein Auge drauf. Und mich freut es natürlich, wenn der SV Werder Bremen erfolgreich ist. Habe noch mit ein, zwei Leuten zu tun tatsächlich. Mit wem denn? Muss ich direkt unterbrechen? Mit Marvin Dux habe ich noch Kontakt. Wir haben uns ja in Düsseldorf sind wir uns begegnet und habe ihn in mein Herz geschlossen, weil er ein einfacher, cooler Typ ist und mich freut sehr, dass er seinen Weg jetzt weitergegangen ist. Und mit Zetti habe ich manchmal noch Kontakt, eher selten, aber es gibt noch gute Bekannte, sage ich mal. Und einen guten Freund habe ich hier in Bremen, also ich bin öfter hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da jetzt zwischengrätschen soll, weil mich zum einen interessieren würde, was sagt denn der Marvin Dux dann so, wenn ihr jetzt über seine aktuelle Situation sprecht? Und zum anderen würde ich natürlich gerne wissen, wie der Draht dann genauer zu Zetti ist. Aber fangen wir erstmal mit Marvin Dux an. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, das ist okay. Also das ist ja überhaupt gar kein Problem. Also wie gesagt, Marvin habe ich jetzt vor ein paar Wochen erst in Düsseldorf zufällig getroffen. Hatten uns kurz ausgetauscht und jetzt probieren wir es schon seit ein paar Wochen, uns hier zu sehen. Aber natürlich ist er auch total eingespannt. Ist er natürlich, sage ich mal, nicht so leicht zu kriegen. Wie siehst du es denn? Sind wir alle zu kritisch mit Marvin? Also sehen wir den alle zu negativ? Oder muss er einfach tatsächlich mal auf die Bank und braucht eine Pause, wie immer alle sagen? Wie erlebst du ihn? Nein, also so wie ich ihn kennengelernt habe und auch so wie ich ihn einschätze, jeder Stürmer hat mal seine Durststrecke. Er hat auf jeden Fall einen super Abschluss, ne? Er ist ein intelligenter Spieler auf dem Platz. Er hat sich auch schon bewiesen, das muss man auch ganz klar sagen. Und es gibt diese Hürden, die man dann wieder, wo man drüber muss. Und ich traue es ihm auf jeden Fall zu, dass er da schnell wieder da ist, wo er hin will, nämlich vor das Tor und dann die Tore zu schießen und erfolgreich zu sein. Und da mache ich mir bei ihm keine Sorgen. Man muss ihn so ein bisschen in Ruhe lassen. Ich denke, intern wird man wissen, wie man mit ihm umgeht. Der Trainer kennt ihn ja schon etwas länger. Und ich denke, der wird seinen Weg wiederfinden. Jetzt gibt es ja viele, weiß ich nicht, aber es gibt Werder-Fans, die jetzt Sorge haben, dass der SV Werder Bremen vielleicht doch nochmal wieder unten reinrutscht. Hatten ja diesen Höhenflug, wir schon alle von Europa schwadroniert, ich in erster Linie. Und jetzt ist es gerade ein bisschen schwieriger. Kannst du den Leuten da draußen aus deiner Wahrnehmung die Sorge nehmen, dass Werder nochmal unten reinrutscht? Ja, also ich glaube nicht, dass sie nochmal ganz unten reinrutschen. Ich glaube schon, dass es jetzt gerade eine Herausforderung ist, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber die Qualität ist da. Der Verein geht ja seit Jahren einen Weg, probiert nach außen in Ruhe auszustrahlen. Und Frank Baumann hat einen sehr guten Job gemacht und macht ihn immer noch. Clemens Fritz ist da. Das sind alle Leute, die den Verein kennen, die wissen, wie die Umgebung, das Umfeld hier, was sie hören wollen oder sagen wir mal so, wie sie damit umgehen können, damit die Leute auch verstehen, was hier passiert. Und der Werder-Weg ist ja mittlerweile allen bekannt. Ne? Es gibt ja auch finanzielle Aspekte. Man kann vielleicht nicht so einkaufen, wie man es
wollen würde, um dann eben so eine Situation dann vielleicht zu vermeiden. Andererseits ist es auch nicht fair, weil die Mannschaft hat ja bewiesen, dass sie, sag ich mal, Gegner, die vielleicht in der Tabelle höher stehen, auch schlagen können. Es braucht jetzt alles, es ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess. Es hat sich viel im Kader getan, es hat sich jetzt in der Geschäftsführung was getan und wird sich bestimmt noch was tun. Und ich denke, man ist auf einem guten Weg. Und wenn die sich treu bleiben, und das werden sie, das haben sie die letzten Jahre auch gemacht, dann glaube ich, werden die nichts mehr mit ganz unten zu tun haben. Sehr gut, nehmen wir so. Das ist ganz spannend, weil du hast mit Clemens Fritz noch zusammengespielt. Das ist das eine Thema. Das andere ist, und du hast es eben schon gesagt, dass du noch Kontakte zu Michael Zetterer hast. Und wir haben, bevor du hier reingesteppt bist, über eben Michael Zetterer und dessen Konkurrenten Pavlas gesprochen und haben uns gefragt, wie geht es denn eigentlich Pavlenka mit der aktuellen Situation? Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, das so zu sagen, aber du wurdest beim SV Werder Bremen damals auch quasi aussortiert. Und vielleicht kannst du uns helfen, uns da ein bisschen reinzudenken, wie man mit so einer Situation jetzt umgeht. Ja, erstmal ist es Profisport, es ist Spitzensport. Das heißt, es kann immer was passieren. Ja, es ist ein Tagesgeschäft, das wissen wir alle. Darüber brauchen wir ja gar nicht zu sprechen. Und ich habe es gerade gesagt, es passiert gerade wieder was bei Werder Bremen. Man entwickelt nicht nur die Mannschaft, sondern den ganzen Verein auf allen Ebenen. Man muss sich anpassen. Das eine ist einmal natürlich das Sportliche, dann das Finanzielle. Pavlenka hat natürlich für Werder Bremen sehr, sehr viel geleistet und er wird natürlich nicht einverstanden sein mit der Situation, aber er ist Profi genug und geht mit der Situation, so wie ich gehört habe, sehr gut um. Und Zetti muss sich natürlich jetzt weiterhin beweisen, muss die nächsten Schritte machen. Ich glaube, man hatte es hier bei Werder Bremen im Aufstiegsjahr gehabt, ja, zweite Liga, Zetti gestartet und am Ende hat Pavlenka dann gespielt und man ist aufgestiegen. Also Pavlenka weiß dennoch, dass er seine Chance eventuell kriegt, aber das entscheidet natürlich Zetti mit seinen Leistungen, obwohl ich finde, er hat eine gute Entwicklung. Er ist natürlich ein anderer Torwarttyp und ja, der Trainer wird das guten Gewissens entschieden haben mit seinem Trainerteam und ja, und dann wird man sehen, was daraus wird. Aber ich glaube, dass die beiden sich auch verstehen und schätzen. Ich meine, die Rolle war auch schon mal andersrum, da hat es auch funktioniert. Man wird sehen. Und wie gesagt, je nachdem, wie es sportlich läuft, wird dann der Trainer justieren oder nachmodifizieren oder halt nicht. Ja. Du hast den ganz jungen Michael Zetterer damals hier in Bremen kennengelernt. Inwiefern hat er sich auch als Typ verändert oder überhaupt, was ist das eigentlich für ein Mensch, mit dem du jetzt seit Jahren schon Kontakt hast? Ja, also ich muss sagen, ich habe zwischendurch jetzt mit ihm Kontakt. Ich bin jetzt nicht im engen Austausch. Ich habe ihm das letzte Mal geschrieben vor ein paar Wochen, als er so einen schönen Flugball gespielt hat. Habe ich gesagt, schade, dass Marvin den nicht reinmacht. Wäre ein cooler Assist geworden. Hat er sich natürlich gefreut und auch darauf reagiert. Zetti ist ein herzensguter Mensch. Ja, hat auch schon sehr viel durchgemacht. Hatte ja mit seiner Hand, glaube ich, mehrfach Probleme gehabt. Ich hatte ihn anfangs unterstützt, als er kam. Da hat er mir auch nochmal eine schöne Nachricht geschrieben, nachdem ich dann weg war. Und also ich kann nur in den höchsten Tönen charakterlich von ihm sprechen. Und als Torwart gefällt er mir auch gut. Ich finde, er hat Potenzial. Er ist ein guter Fußballer. Er kann das moderne Torwartspiel durchaus spielen. Aber wie gesagt, er muss natürlich auch jeden Tag an sich arbeiten und feilen und dass er sportlich noch weiter vorankommt. Wie gesagt, also mir fällt jetzt zu Zetti nur Positives ein. Wie ist das überhaupt als Keeper? Du hast diesen Nachteil sozusagen, wenn du die Nummer 2 bist, dass du einfach nicht so viele Chancen bekommst, dich zu zeigen als Nummer 1. Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass wenn du die Nummer 1 bist, dass du dir vielleicht nicht so viele Sorgen machen musst, dass du schnell wieder raus musst? Oder wie hast du das in deiner aktiven Zeit erlebt? Ja, erstmal muss ja jeder für sich selber entscheiden, was er möchte. Es gibt ja durchaus Torhüter, die sitzen lieber auf der Bank, anstatt im Tor zu stehen. Ist das so? Die gibt es tatsächlich? Ja, natürlich gibt es das. In der Bundesliga, im Profibereich? Ja, das weiß ich nicht. Weil die Prämien so verlockend sind, oder? Nein, aber es gibt ja durchaus Torhüter, die sagen, ich bin erstmal zufrieden, so wie es ist. Ne, das meine ich damit. Ich komme aus, keine Ahnung, woher, bin dann beim SV Werder Bremen und setze mich erstmal auf die Bank und bin erstmal zufrieden damit und erstmal froh drüber, weil ich muss mich auch erstmal etablieren, ich muss das ganze Geschäft erstmal verstehen, ich möchte keinen Fehler machen, ne? So, das sind ja auch so Themen, so aus Torwart ist es ja immer, wenn du einen Fehler machst, ist es meist ein Tor.
Man muss sich davon aber befreien. Das Spiel ist viel komplexer geworden, gerade auf der Torwartposition. Die Trainer fangen das Spiel über den Torwart an, dann zu gestalten. Und das sind schon ganz wichtige Aspekte. Und das ist manchmal einfacher. Wie soll ich sagen? Also, nur die Wahrheit. Also manchmal ist es einfacher, wenn man weiß, man ist dem Spiel nicht gewachsen, vielleicht das erstmal von außen zu betrachten und sich dann über die Trainingseinheiten die Sicherheit zu holen, um dann der Mannschaft, sage ich mal, die Sicherheit zu geben, beziehungsweise das Spiel mit aufzubauen. Mhm. Für dich war das ja nun bei Werder auch nicht immer so eine ganz einfache Zeit. Du hast Sebastian Mielitz damals verdrängt, dann haben wir schon gehört, Kuhn Castells kam dann später, der hat dich quasi verdrängt. Irgendwann musstest du sogar in die U23, ganz am Ende durftest du eigentlich nur noch trainieren und hattest aber nicht mehr so richtig die Aussicht auf Einsätze. Da stellt sich für mich irgendwie die Frage, denkst du eigentlich noch gerne an die Werder-Zeit zurück? Habe ich jetzt auch gefragt. Wie viel Hass hast du da entwickelt? Ja, genau. Nein, also ich habe überhaupt gar keinen Hass. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr dankbar. Ich hatte das jetzt auch letztens gesagt. All die Erfahrungen, die ich machen durfte, ob die negativ oder positiv war, die tat mir gut. Die war gut für meine persönliche Entwicklung. Die hat mir auch oft die Augen geöffnet. Ich habe sicher viele Sachen nicht richtig gemacht, im Sinne von vielleicht zu emotional oder habe mich vielleicht nicht so auskuriert, wie es sein sollte nach einer Verletzung. Weil du zu früh wieder ran wolltest? Oder? Ja, okay. Genau. Das waren eben auch so Themen. Man hat ja diesen Leistungsdruck, man möchte, also ich wollte immer spielen, das war immer mein Anspruch. Aber, also dass ich jetzt sage, hier war ich am Ende bei der U23 die letzten Wochen, Monaten mittrainieren musste, das empfand ich nicht auch schlimm. Zumal man ja da auch sagen muss, ich war lange Zeit raus, ne, lange Verletzung gehabt. Man hat sich eben schon neu aufgestellt, neu strukturiert. Und dann war halt die Personalie Raphael Wolf nicht mehr interessant. So. Und dann zeigt ein Verein vielleicht auch den Weg nach unten und sagt, hier komm, trainier mal unten mit. Oben sorgt das für Unruhe und dann musst du in den sauren Apfel beißen. Stelle ich mir brutal schwierig vor. Ja, ist total schwierig. Aber wie gesagt, rückblickend betrachtet, mit meiner Verletzung, den Unfall, den ich hatte mit der Hüfte und die Vielzahl an OPs und dann ja auch mit meinem Knie, die Thematik, bin ich dankbar, wie meine Karriere gelaufen ist, dass ich auch nochmal so einen Peak hatte bei Fortuna Düsseldorf, das Aufstiegsjahr. Deswegen bin ich eigentlich rückblickend total zufrieden. Natürlich hatte ich da auch eine kleine Watschen bekommen, weil ich habe dann verlängert, war der Aufstiegstorwart. Und dann hat mich Friedhelm Funkel auf die Bank gesetzt. Es war natürlich auch nicht schön, ne? Weil er wollte mich ja behalten. Ja. es gab noch andere Optionen. Aber wie gesagt, dann bin ich ja körperlich leider, hatte ich eine Thematik mit dem Schwindel. Bin dann auch wieder über ein Jahr ausgefallen. Das musst du bitte kurz erklären. Weil ich habe versucht, das zu ergoogeln. Das war nicht so einfach. Es hieß dann immer Virusinfektion. Was war es denn? Ja, da hat sich ein Virus auf einen Nerv im Innenohr abgelegt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Nerv heißt, Vestibularis oder so. Und das führte dann dazu, dass ich ständig, also wirklich immer, egal ob gehen, stehen, liegen, immer Schwindel hatte. Und das war natürlich eine harte Zeit. Ja. Und da konnte ich mich dann wieder rauskämpfen, zum Glück. Ja, Wahnsinn. Ja, aber es gibt sehr viele Leute, die das haben. Ich wurde oft angeschrieben, nachdem ich dann wieder auf dem Platz war und man vermeldet hat, dass ich wieder aktiv bin. Weil sehr viele Leute, Menschen haben diese Problematik mit Schwindel. Ja, das ist ein ganz heftiges Thema. Und erfreulicherweise konnte ich dann den Arzt, wo ich war, empfehlen. Die Leute haben mich angeschrieben, ein paar Wochen später haben gesagt, super, es geht mir deutlich besser. Oder also deswegen, das ist dann auch so ein Moment, wo man sich sagt, okay, hat vielleicht dann doch irgendwas gebracht. So, ne? Und dir geht es jetzt wieder gut? Also das Thema ist jetzt ja, mir geht es super. Also ja. Ich bin wirklich, okay, um das nur kurz festzuhalten. Aber ich will da noch kurz nachbohren, auch wenn Friedhelm Funkel dich dann auf die Bank setzt. Das muss einen doch wahnsinnig machen. Ja, natürlich, es hat mich total wahnsinnig gemacht. Ich war ja mit Michael Rensing im Duell sozusagen. Mich und ich haben uns immer super verstanden, auch immer noch. Ist ein richtig feiner Kerl auch und der hat dann gestartet. Und wie gesagt, ich bin ja dann, ich glaube, zweite Spieltag oder dritte in Stuttgart, fing das an mit dem Schwindel und war dann eigentlich die komplette Saison raus. Und auch das Jahr darauf, wo wir noch erstklassig waren, hatte ich auch noch nicht die Vorbereitung mitmachen können und hat sich auch noch Monate gezogen.
Und somit war das natürlich schwierig, es lief ganz gut. Und dann ging es ja bei uns aber weiter, dann hatte auf einmal Micha eine Verletzung, der ist mit der Schulter raus. Dann kam damals Zach Steffen, der war mit dem Knie raus. Ich habe mich nicht erholt und dann kam ja Florian Kastenmeier seine Chance. Man muss sich ja auch, und das ist ja auch so eine Geschichte, wenn man über Marvin Ducksch redet, ja. Florian Kastenmeier kam aus Stuttgart zu uns und war die Nummer 4. Ne? Und ich meine, man sieht es jetzt ja, ne? Er spielt ständig. Ja? Und deswegen, es gibt immer wieder diese Überraschungen. Und ja, aber wie gesagt, jeder Sportler muss mit diesen Enttäuschungen umgehen können. Ne? Die hat man so oder so. Für mich ist es, also ich bin mit mir im Reinen, es ist alles gut. Hätte ich einen anderen Körper gehabt, wäre vielleicht alles ein bisschen einfacher gewesen, aber ich bin hochzufrieden und nochmal auf Werder Bremen zu kommen. Ich bin sehr dankbar für die tolle Zeit, die mich damals aus Österreich geholt haben, mir Vertrauen geschenkt. Ich war 5 Jahre hier, tolle Spieler kennengelernt, tolle Menschen und ja, drück die Daumen weiterhin. Und hast ja, um mal den Bogen wieder zu schlagen, dann auch unter Capitano Clemens Fritz gespielt, der jetzt neuer Werder Superboss wird. Ja, traue ich ihm zu. Also er ist schon eine Führungspersönlichkeit, auch intern, auf dem Platz auch. Er macht das, wie soll ich sagen, sehr charmant alles. Ja, er ist ein smarter Typ. Er kann sich auch in, er ist sehr empathisch, also er kann sich auch in Menschen hineinversetzen und ich glaube auch in so eine sportliche Situation sieht das aus verschiedensten Perspektiven ja mittlerweile. Und ich glaube schon, dass es eine Bereicherung ist für den SV Werder Bremen. Und ich bin gespannt, wie er das in Zukunft rockt. Kann der Leute auch mal richtig anscheißen? Ja, klar. Ja, das hat er intern auch. Aber es ist sehr sachlich und sehr klar. Also wie gesagt, er ist sehr klar und er macht das schon gut. Jetzt hast du in einer Zeit für den SV Werder Bremen gespielt, in der da sehr interessante Charaktere, wie ich finde, auch zugange waren. Arnautovic. Arnautovic, Elia, De Bruyne. Also Wahnsinn auch, mit was für Leuten du zusammen. Was sagst du denn deinem Sohn heute? Der muss auch große Augen machen, wenn er weiß, Mensch, Papa hat mit Kevin De Bruyne zusammengespielt. Ja, das stimmt, das stimmt. Allerdings. Aber jetzt wissen wir auch, dass Jahre zuvor noch eine andere Zeit war. Also dementsprechend, ja, das war natürlich eine hervorragende, tolle Zeit. Ne? Es waren wirklich tolle Typen, auch ein tolles Niveau, auch im Training. Leider konnten wir es damals nicht ganz so umsetzen, wie erwünscht. Deswegen musste Thomas Schaaf ja damals dann auch den Trainerstuhl freigeben, was ja auch ein überragender Mensch ist und ein toller Trainer war. Also ich kann mich erinnern, für mich war das natürlich, ich aus Österreich zu Werder Bremen, ne? Natürlich war da noch Sebastian Prödel und Sladi und so, da waren ja ein paar Österreicher, das war alles okay. Also, aber das war natürlich eine große Nummer für mich. Ne? Und der Thomas hat ja auch halt mich dann mal in sein Büro geholt, hat gequatscht und so. Es war einfach, der Verein hat mich sehr abgeholt, muss ich sagen. Cool. Ne? Deswegen, also bei mir ist eher sowas hängen geblieben, anstatt jetzt die letzten 4, 5 Monate, was du vorhin angesprochen hattest, ja, cool. Sondern einfach so diese ganze Geschichte. Die finde ich einfach toll. Gab es so eine richtige Clique, die du hattest? Mit wem du da besonders abgehangen hast in den Jahren? Ja, also wir saßen, also Aaron Hunt ist ja auch, also auch ein cooler Typ. Dann hatten wir noch Hassani Lukimia und ach, was nicht nur alles. Wir waren zwischendurch natürlich essen, sind auch mal abends raus und hier gibt es ja in Bremen gibt's einen Club, La Viva, glaube ich, gibt es den immer noch, ich weiß es nicht. Marvin wird es wissen. Ja, Marvin, ja. Ja. Aber auch zu Recht, zu Recht, wenn du so einen Peak auf einmal hast, dann darfst du auch ein bisschen feiern gehen, gehört auch dazu. Was wollte ich sagen? Ja, da war natürlich war eine tolle Truppe, muss ich sagen. Cooles Kollektiv und hat Spaß gemacht. Wie war es mit Marco Arnautovic? Ich muss sagen, Marco hat wirklich ein tolles Herz auch. Ja, und ich kann mich erinnern, als mein Vater verstorben ist und wir dann in Fürth gespielt haben, ein paar Tage später, dann bin ich nachgereist und hat mich hier Klaus Allofs und alle empfangen und es war total schön. Und Marco war der erste und einzige Spieler, der schon immer im Zimmer saß und auf mich gewartet hat sozusagen und hat mir gesagt, wenn ich was brauche, wenn was ist, wenn ich reden will. Ja. Also total super von der Art und Weise, auch wie er es gemacht hat, total unaufgeregt.
War total klar, indem wie er es mir mitgeteilt hat, weil ich glaube, er hatte auch seine Erfahrungen gehabt damit oder gemacht, weiß ich nicht. Also vielleicht jetzt nicht bezüglich seines Vaters, sondern vielleicht auch andererseits in der Familie, anderweitig. Dementsprechend ist er mir auch in guter Erinnerung geblieben und man sieht es ja auch, ne? Also, hat sich gemacht. Der spielt super, ne? Das darf man nicht unterschätzen, den Typen. Also der geht auch seinen Weg. Ich wollte Marko Arnautović um Gottes Willen auch überhaupt nicht schlecht machen. Er ist einfach nur ein Typ, der polarisiert. Und ja, das absolut. Sobald wir hier über Marko Arnautović sprechen, Also manchmal, freuen sich die Leute in der manchmal, Regel. Manchmal hat er vielleicht was gesagt, was jetzt nicht so optimal war in einer Situation, wo man sich vielleicht anders verhalten sollte. Wenn aber du mal angehalten wirst. Ja, genau. Aber er eckt halt auch mal an. Ja. Ne, so, und das ist okay. Ich will noch kurz auf deine unterschiedlichen Trainer beim SV Werder Bremen hinaus. Thomas Schaaf, haben wir gesagt. Dann kam Robin Dutt, richtig? Und dann noch Viktor Skripnik. Ja. Alex Nuri auch noch, oder? Ach, den auch noch? Hast du auch noch erlebt? Ja, den hatte ich ja, als ich dann unten war, ja, erlebt. Aber nicht mehr gesprochen. Stimmt. Dann kam er hoch. Ja. Nein, also ja, das waren ein paar Trainer auf jeden Fall. Willst du mal so kurz zusammenfassen? Also Thomas Schaaf spricht für sich. Ich glaube, da braucht man in Bremen nicht viel zu sagen. Robin Dutt, fachlich ein Top-Mann, auch ein toller Mensch, hat erst ganz gut funktioniert und dann am Ende leider nicht mehr. Es war unser Spielplan, Matchplan ist nicht aufgegangen. War alles vielleicht ein bisschen fest so, ne, in der Mannschaft. Hatten dann Spiele einfach auch unglücklich verloren damals zu der Zeit, wenn ich mich richtig entsinne. Und ja, dann kam Viktor mit seiner Art und Thorsten Frings und dann war ja noch Florian Kohfeldt, ja auch noch im Co-Trainerstab. Also das war dann halt was ganz was anderes vom Typus her und das hat so ein bisschen eine Befreiung gegeben und alles, was wir uns so eintrainiert haben und was so Robin Dutt mit uns erarbeitet hat, ging dann alles so ein bisschen flüssiger und alles auf. Ja? Und ich glaube, wie es im Fußball halt immer so ist, das Momentum war das Richtige und dann war halt der Flow da. Und ich weiß gar nicht, wie lange war Skripnik noch dann im Amt. Ich glaube, das war jetzt auch nicht allzu lang, ne? Mit auf jeden Fall, ja, genau. Dann kam Alex auf jeden Fall. Ne? Und Alex war natürlich ein sehr emotionaler Mensch. Ne? Hat, glaube ich, viel über Emotionen gearbeitet. Natürlich fachlich hat er ja auch seinen Fußballlehrer gemacht. Absolut auch auf der Höhe. Sind alles andere Menschen, andere Typen, andere Ansichten. Und es muss halt für den Moment einfach immer passen, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und das ist natürlich immer nicht so einfach, ne? Vor allem, wenn dir dann Spieler wegfallen vom Leistungsniveau, vielleicht nicht so spielen wie im Vorjahr, Verletzungen, ja, dann finanzielle Aspekte. Das ist ein sehr hartes, sehr aufregendes Geschäft. Dementsprechend ist es für einen Trainer sehr aufreibend. Also ich wurde oft gefragt, ob ich mir einen Trainerjob vorstellen könnte. Da habe ich gesagt, naja, auf gar keinen Fall. Also das will ich mich fix und fertig machen, ne? Wenn die Mannschaft dann nicht das macht, was ich möchte, ja, wenn der Matchplan nicht aufgeht, immer wieder alles zu analysieren, dann auch, du hast mit Menschen zu tun, ne? Du musst Menschenführung sehr gut leisten können. Das wiederum könnte ich, das weiß ich. Aber da in das Thema und dann Leute zu enttäuschen im Sinne von, den lässt er einmal spielen, dann darf er nicht spielen und ne, das ist alles nicht so einfach. Welcher Coach hat dich denn rasiert jetzt letztendlich? Rasiert hat mich am Ende Skripnik. Ja, und kommt dann rein und sagt, so ist Leben und so ist Fußball. Nein, also guck mal, wir waren da ja auch zu einer Zeit, da musstest du ja einfach funktionieren. Heutzutage generell, der Fußball hat sich ja entwickelt. Und die Fehlertoleranz ist ja auch eine andere geworden, das muss man ja auch ganz klar sagen. Der Prozess ist einfach ein anderer. Und aus der Sicht damals habe ich mir auch gesagt, ja, du hast recht, ich bin momentan nicht auf der Höhe, es läuft nicht so. Ich habe damals, glaube ich, in Stuttgart einen Fehler gemacht und dann noch irgendein Spiel. So innerhalb 4 Spiele oder dergleichen habe ich gesagt, ja, stimmt, mit meiner Hüfte ist auch nicht so gut. Okay. Und dann würde ich die Chance gerne nutzen und mich operieren lassen dann im Sommer. So, und dann kam ja Koen Casteels,
Der war von Wolfsburg ausgeliehen, war da vorher in Hoffenheim, hat der auch so ein bisschen seine Problematiken. Und der hat auch immer super trainiert, das ist ein super Torwart, man sieht es jetzt. Also braucht man sich jetzt nicht für schämen, dass, braucht man sich jetzt nicht für schämen, wenn dann für einen dann der Castells spielt. Deswegen natürlich nicht leicht, aber es war halt dann so. Ne? Und dann ging ja die Lions-Zeit anders weiter, weil ich ja eben nicht mehr auf die Beine kam. Ne? Sondern mit der Hüfte ständig OPs und Thematiken hatte. Aber schön ist es nie, wenn man so von nun auf jetzt rasiert wird. Ne? Wenn du die Leidenszeit gerade ansprichst, ist dann so ein Karriereende, so ein offizielles jetzt, ist das ein Stück weit eine Erleichterung oder vermisst du es schon? Also du bist 35, da sagt der ein oder andere Keeper vielleicht nochmal, oh, ich könnte nochmal 2 Jahre. Wie ist es bei dir? Ist dir das leicht gefallen oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es geliebt auf dem Platz, ich habe es auch geliebt in der Kabine mit der Mannschaft, eben dann auch Typen wie Arnautovic oder Elia oder na, auch dann eben Clemens und so, verschiedenste Charaktere halt dann zusammenzuarbeiten zu können. Und die Bewegung, dieses ganze Drumherum im Sinne von, es ist alles, ne, ist ja alles super vorbereitet, du bist im Spitzensport, deine Sachen sind da, du gehst dich im Kraftraum, machst deine Übungen, du tust was für deinen Körper, für deinen Geist, ne? Du hast irgendwie einen Leistungsdruck, das ist ja wie eine Droge, Fußball ist am Ende wie eine Droge, nämlich das Adrenalin, ja? Wenn das kommt, wissen wir alle, und das sind Glückshormone und Dopamin, du schüttest, schüttest Dopamin aus, dann das willst du natürlich nicht missen, so, ne? Das ist eine tolle Sache. Und ich habe ja dann die letzten Jahre jetzt auch bei Fortuna Düsseldorf überwiegend auf der Bank gesessen. Da war der Deal für mich okay, weil ich war dabei, ich war auf der Bank, ich konnte mit Emotionen einbringen, habe auch Emotionen einfangen können, wenn wir Spiele gewonnen haben in der Kabine. Das ist unbeschreiblich, das möchte natürlich auch jeder von außen auch miterleben. Ne? Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. Wie gesagt, ich habe ein paar Mal jetzt in meinen Körper reingehört. 1-2 Anfragen gab es ja noch. Und aber das, da würde ich, glaube ich, mir keinen Gefallen tun. Und der Verein, der mir einen Vertrag gibt, glaube ich auch nicht. Wie kaputt bist du denn? Also den einen oder anderen Torhüter kennt man ja zumindest, der ein oder andere Finger ist vielleicht mal so ein bisschen abgespreizt. Also wenn du jetzt hier siehst, mein Finger hier, weiter greifen kann ich mit dem nicht. Okay. Ne? Deswegen das Mikro, das passt gerade so, aber ich kriege da keinen Druck drauf, zum Beispiel Finger, weil hier hatte ich eine schlimme Verletzung, bin ich im Rasen hängen geblieben, ist mir die Sehne also abgerissen. Wow. Dann mein Knie ist ja eine Vollkatastrophe, da war ja alles durch. Da Kreuzband vorne, hinten, Seitenband, da war ja... Das heißt Torhüter, da hast du dir gar nicht so viel bewegt. Also. Ja, aber da ist mir einer reingesprungen, das war nicht so, auch ein Torhüter. Also das war auch nicht so optimal. Und dann eben die Thematik mit meiner Hüfte nach dem Zusammenprall damals habe ich auch... Ich kam nie so an mein Level, wie ich es gerne hätte oder gehabt hätte. Und deswegen ist das für mich wirklich, ich bin da sehr im Reinen und sehr, sehr fein mit. Es gibt andere Aufgaben im Sport, wo ich mich jetzt für interessiere. Kein Trainer, aber so im Managementbereich oder dergleichen. Da wird auch in Bremen was frei. Ja, wenn der Clemens... Da wird in Bremen was frei, genau. Ja, wenn der Clemens möchte, dann mache ich das natürlich. Die suchen auch noch einen dritten Torhüter. Echt? Ja, da kann ich nicht mit dienen. Also so muss Kiki sich wieder reinstellen. Der ist doch bestimmt auch fit. Nein, deswegen, also ich bin da mit mir komplett im Reinen und das war der richtige Schritt. Es war ja eigentlich schon letztes Jahr im Sommer mehr oder weniger klar, aber jetzt kam die Möglichkeit, als ich einen Anruf bekommen habe vom Transfermarkt, was ist denn mit dir? Dann habe ich gesagt, du... Haben die einfach mal so angerufen? Oder? Ja, so Verdacht? Dann habe ich gesagt, du, bei mir ist nichts los. Ich habe mehr oder weniger die Handschuhe und die Schuhe an den Nagel gehangen. Also, plötzlich ist eine Geschichte. Ja. Ja. Wusste keiner, hast du keinem erzählt, offensichtlich. Ja, ich bin ja keiner und das war ich ja auch nie in meiner aktiven Zeit, der gerne im Vordergrund steht, im Sinne von sich mit irgendwas, ne, brüsten oder dergleichen. Oder ich fand das jetzt auch nicht notwendig zu sagen, ey, ich rufe jetzt bei euch an und sage, ihr müsst jetzt verkünden, ich habe aufgehört mit dem Fußball. So, ne? Das ist ja, entweder man wird gefragt oder nicht. Ich dränge mich da nirgendwo auf und deswegen hat das gut gepasst. Aber jetzt für zukünftige Dinge, die du machen willst, ist es ja auch nicht schlecht zu sagen, hier, neuer Lebensabschnitt, ich möchte gern was Neues machen. Ist nochmal ein bisschen konkreter. Was willst du Neues machen? Gibt es schon Pläne? Gibt es schon Anfragen? Also ich hatte tatsächlich ein paar Gespräche. Natürlich
viele Berateragenturen haben gefragt, ob ich für sie arbeiten möchte. Da bin ich aber auch nicht für. Warum nicht? Das ist nicht mein Bereich, das ist nicht meine Art und Weise, wie ich arbeiten würde. Mhm. Ich war ja unternehmerisch schon tätig, habe jetzt überall meine Anteile abgegeben bzw. verkauft. Was hast du gemacht? Ich muss kurz nachfragen. Photovoltaikbereich, Investmentbereich, diese Thematik. Und bin jetzt einfach, sage ich mal, dort angekommen, dass ich für mich klar bin, okay, ich habe aufgehört, ich bin aus den Unternehmen raus, ich bin unternehmerisch quasi, habe ich auch keinen Stress mehr. Ich bin in der Stiftung in der Schweiz tätig, wo ich im Rat sitze, wo es um innovative Themen geht, das interessiert mich. Mhm. Da lerne ich auch viel, das bringt mir Spaß, da habe ich aber jetzt keinen Muss oder keinen Druck, irgendwie was zu leisten. Und jetzt habe ich 7-8 Monate Abstand als aktiver Profifußballer und mir ist halt klar geworden, ich möchte gerne im Fußball bleiben und die Möglichkeiten sind dann natürlich irgendwann beschränkt, wenn man sich gegen alles entscheidet, ne? Trainer. Ja, das will ich nicht, das will ich nicht. Das so. Und ich würde mich halt gern wieder reinarbeiten, die Betonung ist auch auf reinarbeiten, weil man muss einfach, wenn man dann eine Chance hat, dran arbeiten und fleißig sein und irgendwie so Bereich Geschäftsführung auch tatsächlich, Assistent der Geschäftsführung meinetwegen. Das finde ich auch sehr interessant und ein bisschen neue Strukturen kennenzulernen, neuen Input zu kriegen und vielleicht auch meinen Input dann mit einzubringen. Das wird sich dann zeigen, aber das muss sich natürlich matchen. Ich glaube, da hast du jetzt ganz gut Werbung für dich gemacht. Also smarter Auftritt, wie ich finde. Malte, willst du widersprechen? Absolut, also ich würde dich einstellen, aber ich habe die Macht halt nicht. Er will absolut widersprechen, schönen Dank. Nee, ich glaube, für alle da draußen, die es jetzt sehen und irgendwie im Profifußball noch einen Hebel in Bewegung setzen können, guter Mann, gerne mal dazu holen. Rafa, vielen, vielen Dank für deine Zeit, sehr, sehr geil, tolle Insights, gutes Gespräch, hat mir uns Spaß gemacht. Komm danke. Gerne wieder. Ja, danke. Ja, mache ich. Lad mich gerne ein. Alles klar. Besten Dank. Dann ciao. Tschüss. Macht's gut. Magic. Das war Rafa Wolf. Hat mir richtig gut gefallen. Richtig geil. Fand ich gut. Ja. Fand ich gut. Ich will nicht sagen, überraschend guter Typ. Nee. Aber guter Typ. Ja, aber so. Schön, dass man ihn auch mal wieder so vor die Kamera geholt hat quasi. Also ja. Ist ja in Bremen doch, ich will nicht sagen, fast ein bisschen vergessen worden. Ja. Man sieht, dass es schade drum wäre, ihn zu vergessen. Ja, smarter Typ, smarter Auftritt. Vielen, vielen Dank. So, was kommt jetzt noch? Ah, Frage von Ole Werner. Okay. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Ja, nächstes Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Die haben neuen Coach. Kovac out. Hasenhüttl am Ruder. Na klar. Jetzt, bevor es gegen den SV Werder geht, hätten sie sich auch ein bisschen Zeit entlassen können. Ist jetzt nicht so. Lass mal kurz tippen. Ja, ich lasse mich von so einem neuen Trainerschwung und so lasse ich mich überhaupt nicht beirren. Ja, Werder hat jetzt ein paar Personalprobleme wieder. Gleich 3 Gelbsperren, Stay, Lean, Weiser. Okay, kann einem schon schwindelig werden. Ich sage trotzdem, die gewinnen 3-1. Wolfsburg muss erstmal wieder überhaupt zurechtkommen. Oh, ich mache semi-optimistisch ein 2-2. Werder Aufbaugegner, das ist zu befürchten. Ich halte mich an dem 2-2 fest. So, was kommt jetzt? Wir müssen auflösen. Wir wollen auflösen, wer in meiner Abwesenheit dieses Trikot von Alvero, Heimtrikot, Größe, was ist denn das überhaupt? Lass mal gucken. Auch groß hoffentlich. Ja, weiß ich nicht. 4x XL. L. L gewinnt, geschenkt bekommt. Und ich drehe das mal hier so hin. Du machst jetzt bitte den Björn-Schnips. Mhm. Ich scroll hier so durch. Mhm. Und du schnippst irgendwann. Ja. So läuft das hier. Und dann haben wir einen Gewinner und eine Gewinnerin. Ja, machen wir so. Dann gucke ich auch nicht hin. Alles klar. Läuft. Geht los. Jetzt Trommelwirbel. Und dann schnipset. Oh, warte kurz. Multi-Knuffi. Hashtag Alvero ohne Ammerländer. Der korrekte Hashtag. Sehr schöne Folge. Alex stabil. Hoffe nur, dass SVW auch mit Strömex weiter oben in der Tabelle bleibt. Ja, Glückwunsch, aber sad. Funktioniert halt nicht. Da können wir einen Haken dran machen. Vorerst. Bitte eine E-Mail schreiben an redaktion@deichstube.de. Zwecksadresse dies, das. Und dann geht das Trikot an dich. Raus! So, und wir haben natürlich wie immer, ich habe es eingangs anmoderiert,
eine neue Verschenkung im Programm. Der Kollege schmeißt einmal, ist ein Paket, einmal rüber. Alter, wird ja immer größer hier. Ich bin gefangen, ne? Ist geil, ne? Hummeltasche, seht ihr, und da drin Schuhkarton. Und wir hatten heute schon das Thema, wenn ich neue Sneaker habe, trage ich sie doch bitte direkt. Ja, aber du verschenkst sie ja anscheinend direkt. Genau. So, also ich trage sie nicht und... Nee, wir machen das mal so. Wir machen die mal auf. Collab, Glückstreter, SV Werder Bremen zur 125-jährigen Feier. Schicker Skier von Hummel. Hier steht so Werder Bremen drauf. Die Innensohle ist echt fein, ne? Die Innensohle ist fein. Ich nehme das ganze Gemüse hier mal raus. Ach, können wir einzeigen? Nee, können wir nicht. Doch, vielleicht. Da drin Thomas Schaaf. Ah, sieht man das? Und hier noch Günther Bernhard von 65. Ja. Also grün-weiß, der Schuh. Grün-weiß, unsere Verschenkung. Ein paar Hummelsocken gibt es auch noch oben drauf. Und wir müssen uns ein bisschen sputen, ne? Du bist ein Quatsch, Hannes. Du redest sehr, sehr viel. Sorry. Malte. Hör ich nicht das erste Mal. T-Shirt noch. Mit dem Schuh drauf. In Größe S. Oh. Achso, der Schuh ist übrigens Größe 43. Kurz gesagt, und das T-Shirt gibt es noch oben drauf. Das habe ich selber bei diesem Event, bei diesem Release geföhnt. Offensichtlich nicht ausreichend gut genug. Es ist ein bisschen verschmiert, der Druck. So lief das halt. So, sieht jetzt halt so aus, könnt ihr machen. Ist halt ehrlich. Ja, so. Gearbeitet. T-Shirt gearbeitet. Das mit rein, diese Tüte mit rein. Da ist noch irgendwie so ein Keychain dabei. Das Ganze geht an jemanden von euch raus. Schicker Schuh, finde ich. Trikot fällt hier nach hinten ab. Egal, was müsst ihr tun? Wie immer, nix eigentlich. Unter diesem YouTube-Video kommentieren. Jetzt brauchen wir noch einen Hashtag, ne? Hast du einen Vorschlag, Malte? Ole Sohle. Ole so gefällt. Malte überrascht mich heute mal wieder positiv. Ole Sohle, Hashtag, um an dieser Verschenkung teilzunehmen. Schreibt was Nettes. Ja, wenn der Nächste es schreibt, ist es auch so, aber dann gewinnt ihr halt nicht. Also alles beim Alten. Bin wieder da. So läuft das hier. Ja, und damit haben wir es eigentlich auch. Habe ich irgendwas vergessen? Wie echt? Hat gar nicht wehgetan. Nee, ne? Also, war ganz cool, ne? Also ich komme gern wieder, wenn ich darf. Ich finde, du hast das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vielen, also, vielen Dank. Ich bin du aber auch. Du musst auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So. Das ist ein Prozess. Bleibt mir nur noch zu sagen, 5-Sterne-Bewertung, alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Instagram, X-Account haben wir auch, den ganzen Bums. Ihr kennt das alles. 5-Sterne-Bewertung, alles andere wird gelöscht. Und ansonsten war es heute, glaube ich, echt mal so wirklich so, echt lang. Ja, ich fürchte. Aber also, wenn man was zu sagen hat, ist doch kurzweilig. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt es hier nicht. Ja, ist halt so. Alles beim Alten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.